Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, ich melde mich zurück bei Onimusha Warlords. Wie ihr seht, konnte ich meinen Stand noch ein bisschen verbessern. Und ich muss sagen, diese optionale Geschichte werde ich mir wohl für später aufbewahren. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil das ist mir noch ein bisschen zu heikel, das jetzt zu machen. Da ich auch einige Gegenstände, die mir angeblich das Ganze einfacher machen würden, noch nicht habe. Vielleicht mache ich es auch gar nicht. Kommt drauf an. Also, ich glaube, ich muss erstmal noch eine bessere Rüstung haben dafür, vor allem auch, weil ich nehme einfach noch zu viel Schaden von den Viechern. Jetzt werde ich erstmal diesen bösen Schild benutzen. Ich habe auch keine Heilgegenstände mehr. Moment. Teil des Emblems des Tors zum Dunklen Reich. Ein Schlüssel? Ja, ich stehe doch hier vor. Was ist das? Ja. Dann setzt es doch ein, den bösen Schild. Mensch, geht doch. So. Zack, auf geht's. Aha, das Ganze löst sich hier ab. Aber, naja. Man hätte jetzt auch was anderes eigentlich rein theoretisch machen können, oder? Hier kommen wir also noch nicht weiter. Tja, Leute. Wir müssen also jetzt doch irgendwie das Ganze durchbrechen. Dann gehen wir doch jetzt erstmal zu diesen Türen. Ihr erinnert euch mit Kaede, da waren zwei Türen, wo wir nicht durchkamen, weil wir ja keine Waffe hatten. In der Form. So, dann wollen wir doch mal da hingehen. Ist ja eigentlich recht nah an. Oh, was zum. Schaut mal, wer da ist. Unser Lieblings-Samurai von gerade. Aber an dem gehen wir jetzt mal gekonnt vorbei. Ich habe jetzt keine Lust auf den. So, ganz schnell hier raus, Leute. Denn die Tür müsste ja jetzt automatisch offen sein. So. Wow, jetzt. Oh nein. Das jetzt nicht auch noch. Ich habe keine Lust auf euch. Ich gehe jetzt ganz schnell hier durch. Auch wenn ich jetzt hier erstmal noch dem jungen Mann helfen möchte. Aber erstmal Seelen. Moment. So, jetzt nehmen wir den Bogen. Feuerpfeil. Tschüss. Und jetzt auf ihn. Tschüss. So. Und wir haben dem Kumpel geholfen. Das ist erstmal jetzt wesentlich wichtiger. Da bekommen wir Sprengkugeln für. Ah, wann wir die auch mal benutzen können. Naja. Das kann ich nicht sagen. Jetzt werden wir uns erstmal wieder mit Shinen ausrüsten. Beziehungsweise mit Raisan. So. Das war das. Dann geht's ja hier weiter. Wir haben ja fast alles hier auskundschaftet. Da, 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 da. So. Wow. Die Schwarzritter, die Schwarzninjas. Wir erinnern uns, wie lästig sie sein können. Deswegen machen wir das mal sofort. Machen wir sofort alles kaputt. Und wir können hier sofort dadurch durch, weil wir ja sofort Raisan ausgerüstet haben. Und sich auch dieser Stein öffnet. Wunderschön. So. Einmal durch. Mal gucken, was hier drin ist. Ah, guck mal. Ein Seelenstein. Dann nehmen wir doch glatt mal mit. Auch wenn es nicht viel ist. Da liegt auch wieder was auf dem Boden. Genbu. Ein weiterer Genbu.
Wenn die Kräfte der Dämonen erneut zum Leben erweckt werden, der Clan-Zeiten liegt hier neben Diskussionen ihren Anfang. Ah ja. Was ist das denn da? Der Visionsstab. Was auch immer der bringt. Und? Eine Statue. Offensichtlich hat ihnen jemand den Kopf geraubt. Ja. Was soll ich denn jetzt da machen? Was bringt mir der Visionsstab denn? Der Besitzer dieses Stabes kann hellen Fluorit sehen. Ah, okay. Das heißt, ich kann jetzt Fluoritsteine aufheben, wenn hier irgendwo welche liegen. Aber hier ist noch was. Wow! Was zum? Das heißt, ich muss da wahrscheinlich irgendwie irgendwas machen. Anscheinend muss ich den Helm der Statue finden. Ich glaube, das ist eine Statue des Westens. Aha, stimmt. Aber wo bekomme ich diesen Helm her? Wahrscheinlich habe ich so eine Vermutung, wo ich das herbekomme. Oh, da liegt Fluorit. Sofort erstmal verstecken. Da haben wir nämlich schon. Es gibt insgesamt, glaube ich, 20 Fluoritsteine in diesem Spiel. Wir haben schon einige davon. Oh. Ja, toll. Bogenschützen und diese schwarzen Ninjas noch dazu. Das ist eine tolle Kombi. Ich hasse die schwarzen Ninjas. Aber die sind noch schlimmer hier, die Typen. Deswegen gehe ich auch an denen gekonnt vorbei. Keine Lust auf die heute. Wo ist denn jetzt der verdammte Ort, wo dieses rote Ding war? Ach, ich bin doch ganz nah dran. Bin nur dran, dummerweise jetzt weitergelaufen. So. Da war wieder ein bisschen Leben dabei. Gut. Gut für uns. Schlecht für den Gegner. Tja. Dann wollen wir erstmal wieder hier hochgehen. Ich hasse diese schwarzen Ninjas. Habe ich das schon mal. Die schwarzen Samurais. Die sind mir ein bisschen zu stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt sind die aber auch nicht mehr hier. So. Weil hier war das doch irgendwo. Genau. Hier ging es runter und da war auch diese rote Tür. Ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich sehr früh in diesen Dungeon gegangen bin, mir das Spiel wesentlich schwerer gemacht, als es eigentlich ist. Ich werde an dieser Stelle speichern. Ich hoffe, dass ich das noch irgendwie einigermaßen hinbekomme. Mal gucken. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt muss ich nämlich unsere Feuerwaffe ausrüsten. Enryu. Dass ich hier reinkomme. Schaut euch mal dieses Schwert an, wie groß das ist. Naja, viel Schaden machen wir bestimmt, aber es ist auch nicht stark. Es ist auch recht langsam. Das muss man ja auch dazu sagen. So. Okay. Tür ist offen. Wir rüsten automatisch Raisan wieder aus. Das mache ich immer so, weil Raisan eigentlich so das Durchschnittsschwert ist. Würde ich mal so eher behaupten. Aha, ein Durchgang. Was ist denn hier? Oh, eine Kiste. Was finde ich da drin? Medizin! Oh, Halleluja. Wir haben meine Medizin gefunden. Und Soldaten, die ich kaputt schlage. Und einer hat überlebt. Okay, der ist nicht mehr. Was auch immer das hier ist hier, dieses Katapult. Ich werde mal schauen. Dö, hallo? Einmal ausschneiden. Aha. Was kommt da jetzt? Rums, da liegt was auf dem Boden. Wieder Fluorit. Gut. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hier bin. Das heißt, mir ist gerade gar nichts gebracht. Ne, hier ist das nicht. Und ist das in der Verlie in dieser Südregion? Auch nicht. Wo bin ich denn jetzt gerade? Verlies? Auch nicht. Westregion. Bin ich in der Westregion hier, oder was? Ja. Okay, da ist auch noch ein Raum hinter. Wollen wir nochmal schauen, was da ist. Ich dachte jetzt, ich bin nämlich hinter dieser verriegelten Tür. Okay. Was zum? Ja, hi. Alles klar? Gegner. Statuenkopf? Ah, den haben wir schon mal. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schaden. Bam. Einer ist kaputt. Ja, toll. Nicht gut. Ah, diese Magiesteine. Diese Lebenssteine werden noch kleiner. Jetzt sehe ich das. Von Mal zu Mal sehe ich das. Bam. So. Wow. Wow. So nicht, Kollege. Was ist hier drin? Kugeln. Okay, was ist das? Was liegt da auf dem Boden? Prunkschwert. Aha.
Ein Prunkschwert haben wir. Ach so. Was ist das für ein Vieh? Auf jeden Fall stärker als die anderen. Seelen. Wow, wow, wow. Seelen. Ich will Magie haben. Okay, der macht immer nur diesen fetten Schwinger. Okay, jetzt macht er diesen Zweierhieb. Das war klar. Kaum sage ich das, macht er diesen Zweierhieb. Okay. Das war sehr clever von mir. Okay, ich habe es trotzdem noch geschafft. Nein, er macht wieder diesen Zweier. Ich hasse es, wenn er diesen Zweier ausübt. Immerhin kriegen wir es durch diesen mächtigen Hieb. Oh, was? Was war das denn jetzt bitte? Hallo? Wo schlägt er hin? Oh, dieser Typ geht mir auf den Sack. Seelen. Okay. Puh. Der schwingt ganz schön wild rum. Okay, Leute. Was zum? Wie hat er das denn jetzt gemacht, bitte? Okay. Er ist besiegt, Leute. Huhuhu. Das war relativ knapp, würde ich sagen. Aber wir sind wieder voll geheilt und haben auch unsere Magie wieder fast voll. Hier ist das Nordtor. Scheinbar wurde es noch nie geöffnet. Du kannst es noch nicht öffnen, weil die Sandsäcke davor aufgehäuft wurden. Schön. Aber wir haben den Statuenkopf. Und das Prunkschwert. Kann ich das benutzen? Nein. Dann ist es ein Gegenstand. Prunkschwert. Wagen wegen der Verzierung scheinbar nicht ersetzbar, einsetzbar. Ja, dann. Egal, stört mich jetzt nicht. Wow! Was zum? Bogenschützen. Schwertkämpfer. Alles an einem Ort. Was zum? Ich stehe doch! Okay, egal. Ich bin jetzt wieder einigermaßen gut aufgebracht. Oder aufgestellt. Und kann hier weitermachen. So. Das war jetzt doch wieder einigermaßen Rettung für mich. Oh Mann. So. Oh ja. Magie kann ich auch wieder aufladen. Und mal wieder speichern sollte ich. Das war jetzt recht hart. Ich glaube, ich mache mal wieder einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Onimusha Warlords. Sprach der Raven halt nimmer mehr.